Video läuft, wie man ja sieht. Was geht ab, liebe Leute? Ich will euch in dem heutigen Video einmal ein paar Tipps von mir geben, wie ihr mit relativ kleinem Budget relativ coole B-Roll-Aufnahmen hinbekommt, beziehungsweise relativ coole Shots macht. Wie immer ist das natürlich hier nur mein Weg, beziehungsweise meine Art und Weise, das B-Roll aufzunehmen. Da gibt es sicher noch talentiertere Künstler, die das noch viel, viel besser machen oder die die einzelnen B-Roll-Shots noch um viel mehr ausarbeiten, als ich es jetzt hier mache. Aber trotz alledem dachte ich mir, mache ich dazu mal ein Video. Was habe ich gerade für das ganze B-Roll genutzt? Damit würde ich kurz einmal beginnen. Zum einen war das hier eine Schnittmaske, die Architekten, glaube ich, nutzen oder ich weiß nicht, Künstler, die auf so einer Matte rumschneiden. Die gibt es für relativ kleines Geld bei Amazon. Ich kann euch die gerne mal unten verlinken. Außerdem habe ich dafür genutzt mein Stativ und ein Slider plus eine Softbox. Das geht aber auch ohne Softbox. Man kann das auch einfach mit Tageslicht machen. Da kriegt man genauso schöne Shots hin, wenn man das gerne möchte, beziehungsweise wenn man das ein bisschen übt. Ja, eine Möglichkeit, die auf jeden Fall immer funktioniert, um cooles B-Roll aufzunehmen, ist tatsächlich so weitwinklig wie möglich und so offenblendig wie möglich zu filmen. Das habe ich so für mich entdeckt irgendwie, dass wenn ich gar keine Ahnung habe, wie ich ein B-Roll aufnehmen soll, dass das meistens funktioniert, indem ich einfach relativ weit von unten ein Objekt abfilme und dann, wie gesagt, so offenblendig und weitwinklig wie möglich. Ich finde, das wirkt immer cool, es sieht immer gut aus und gerade eure Produkte werden immer schick dargestellt. Von daher funktioniert das in vielen Situation relativ gut, wenn ihr mal keine Ahnung habt, wie ihr euer B-Roll abfilmen wollt. Wie gesagt, filmt so offenblendig wie möglich und so weitwinklig wie möglich. Ich würde es jetzt natürlich auch nicht übertreiben mit einem Fisheye-Objektiv oder mit einem 10mm-Objektiv. Sieht das dann vielleicht ein bisschen seltsam aus, wenn ihr so von unten so nah dran geht. Aber in den meisten Fällen, also 24mm mit 2,8, sieht ganz cool aus, wie ihr jetzt hier auch gerade nebenbei seht. Ich denke mal, der Top-Down-Shot ist den meisten von euch geläufig, die bei YouTube irgendwelche Reviews angucken. Also wenn man ein Objekt von oben filmt, und da habe ich bei dem YouTuber DSL Video Guide eine richtig coole Möglichkeit gesehen, wie man sein Stativ relativ stabil aufbaut. Und die Möglichkeit, seitdem ich das gesehen habe, nutze ich wirklich in fast jedem meiner Videos. Und zwar nutze ich die vorderen beiden Beine meines Stativs und richte sie im 45-Grad-Winkel zu meinem Tisch aus. Und das hintere, also das dritte Bein, was übrig bleibt, fahre ich so weit aus, dass es quasi ein bisschen länger ist. Dadurch habe ich einen steileren Winkel und kann noch oder fast im 90-Grad-Winkel zu dem Tisch filmen. Außerdem gibt es mir die Möglichkeit, immer noch schöne, smoothe Pen-Shots aufzunehmen, da mein Stativ ja immer noch sehr stabil steht. Was eine richtig geile Möglichkeit ist, wie ich finde. Und ja, wessen Budget es noch hergibt, den kann ich nur empfehlen, in einen solchen Slider zu investieren. Es muss nicht genau dieser sein tatsächlich, es kann auch ein anderer sein. Die gibt es schon für relativ kleines Geld bei Amazon. Ab 45 Euro gibt es da schon Slider. Alternativ kann man sich auch einen Dolly kaufen. Das ist eine Metallplatte mit einem Kugelkopf oben drauf, wo vier Räder einfach dran befestigt sind, die man dann auf seinen Tisch stellt und damit hin und her schiebt. Was auch schon eine coole Sache ist. Wie gesagt, aber so ein Slider, der ist eine gute Investition, da ihr damit schon viele Möglichkeiten habt, schickes B-Roll aufzunehmen, was sehr professionell aussieht. Von daher würde ich so einen Slide auf jeden Fall jedem von euch empfehlen, der das Geld dafür übrig hat. Ja, meiner Meinung nach, der wichtigste Punkt ist allerdings die Ausleuchtung eurer Produkte. Das heißt, wie ihr eure Produkte ausleuchtet, damit sie richtig gut aussehen. Ich nutze dafür zwei Softboxen für Nuware für kleinere Produkte und für mich selber und größere Produkte nutze ich hier den Godox SL60W, so heißt er. Einfach nur mit einem großen Diffuser, damit man schönes, weiches Licht hat, was dafür sorgt, dass man halt schöne Produkte hat. Außerdem nicht zu unterschätzen, was ich jahrelang gemacht habe, ist ein solcher Reflektor. Ihr seht das jetzt hier schon, wie mein Gesicht heller wird, wenn ich den Reflektor so hinstelle. Mit so einem kleinen Ding kann man schon recht viel reißen in Produktshots, auch mit Tageslicht. Das ist eine ganz coole Sache eigentlich. Habe ich jahrelang gar nicht genutzt, habe mir dafür aber oder dazu viele Videos angeguckt, wie man Produkte richtig ausleuchtet. Ich mache das auch immer noch nicht so professionell. Es geht definitiv noch besser, aber ich denke mal, meine Produktshots lassen sich schon sehen. Wenn ihr wollt, dass ich dazu, also zum Ausleuchten, mal ein Video mache, dann schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Dann würde ich das auf jeden Fall in Zukunft mal machen. Denn das ist ein Thema, was in den meisten Videos wirklich unterschätzt wird. Auch wie man sein YouTube-Setup oder wie man sich in so einem YouTube-Setup richtig ausleuchtet, wird in ganz vielen Fällen einfach unterschätzt, dass Licht sehr wichtig ist, um gute Produkte bzw. gute Produktshots herzustellen. Hoppala.
So, ich habe gerade so viel geredet, dass ich mich ein bisschen verhaspelt habe. Was ich eigentlich noch so zum Abschluss sagen will, ist, was ich ja auch schon im letzten Video gesagt habe, versucht einfach so viel wie möglich zu filmen. Mit der Zeit wird man einfach immer besser, und zwar aus dem einfachen Grund, man setzt sich mit der Thematik auseinander, man guckt sich andere Videos an, wie andere YouTuber es vielleicht machen, dann versucht man das nachzumachen und da klappt das nicht so, dann macht man Fehler, aber aus diesen Fehlern lernt man wieder. Und genau das ist das Positive, was, glaube ich, jeder, der anfängt mit Filmen und es nicht professionell gelernt hat, durchmacht, beziehungsweise auch jemand, der das in der Schule studiert oder lernt, der wird diese Fehler machen und aus diesen Fehlern dann lernen. Das ist ja ein völlig natürlicher Prozess. Und deswegen würde ich jedem von euch empfehlen, versucht euer Handy mal ordentlich abzufilmen, dass es richtig gut aussieht, oder weiß ich nicht, eine Uhr, wenn ihr die zu Hause habt, eure Freundin, wenn die dazu Lust hat, oder irgendwelche Möglichkeiten. Also diese Person oder dieses Produkt einfach abzufilmen und das so gut wie möglich zu machen. Und wenn ihr dann seht oder es euch im Nachhinein anguckt und sagt, oh, das sieht nicht gut aus, oder der Shot, da fehlt ein bisschen die Helligkeit oder ein Kickerlight, wie ich es hier zum Beispiel habe, oder irgendwas fehlt da, dann wisst ihr das und werdet das garantiert im nächsten Video damit einbauen. Also aus den Fehlern, die man dann macht mit der Zeit oder immer wieder macht mit der Zeit, lernt ihr auf jeden Fall. Das noch so zum Abschluss, was das B-Roll angeht, beziehungsweise was generelle Film angeht. Jetzt würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr mehr zu dem Thema Videografie, Fotografie und Videobearbeitung, Fotobearbeitung sehen wollt, dann schreibt es mir nicht unten in die Kommentare. Nee, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dass ihr auf jeden Fall eine Benachrichtigung bekommt, wenn das nächste Video am nächsten Sonntag, übrigens um 18 Uhr, online geht. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut. Peace. Wir sehen uns dann. Und ja. Ciao.